Hallo und herzlich willkommen zurück zu NFS Unbound hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Folge haben wir erfolgreich den dritten und damit letzten Qualifier bestritten. Und das heißt, jetzt steht die finale Ingame-Woche an vor dem The Grand. Und das Fahrzeug meiner Wahl, so zumindest mal die Hoffnung, ist dieser Carrera RSR, den wir leistungstechnisch auch schon, eigentlich auf Vordermann gebracht haben. Also ich glaube, viel mehr geht nicht. Außer wir machen tatsächlich einen Engine-Swap. Da könnte man vielleicht mal tendenziell ein bisschen mehr rausholen. Ich wollte aber erstmal beim Flat 6 bleiben, also beim Boxer 6-Zylinder. Und den haben wir immerhin auf 610 PS hochgeprügelt. Wie sich das Ganze jetzt allerdings fährt, das finden wir jetzt mal raus, denn wir sind noch keinen einzigen Meter gefahren. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch direkt mal auf die Übersicht. Ihr seht, eine ganz, ganz frische Woche, die letzte vor dem The Grand. Also, 200.000 brauchen wir, die haben wir theoretisch jetzt schon, allerdings, na mal gucken, vielleicht brauchen wir wirklich noch ein anderes Fahrzeug. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der RSR so funktioniert. In den letzten Need for Speed-Teilen war er das OP-Fahrzeug. Das haben sie aber ein bisschen reduziert. Ich denke aber trotzdem, dass er immer noch sehr, sehr gut ist. So, von den Herausforderungen haben wir 10 Plakatwände zerstören. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Rette den Racer in Schwierigkeiten. Okay, das wird wahrscheinlich ein Anruf dann gleich sein. Und bleibe in einem Rennen 35 Sekunden lang auf dem 8. Platz. Im Prinzip können wir das mit den Plakatwänden direkt am Anfang machen. Ich weiß es nur nicht, ob man auch Plakatwände machen könnte, die wir noch nicht haben. Aber wir markieren jetzt erstmal hier direkt eins hier in der Nähe. Und ich denke mal, dass auch gleich entsprechend ein Anruf kommt. Dann haben wir eh noch andere Aufträge und so weiter und so fort. Und ein bisschen jetzt fahren ist auch nicht schlecht, um einfach mal rauszufinden, wie sich denn dieses schöne Fahrzeug fährt. Heute operieren wir mit erhöhter Polizeipräsenz auf den Straßen. Schnappt euch ein paar Racer. Weidmannsheil. Weidmannsheil, alles klar, läuft bei ihm. Ja, von den Bonus-Dingen habe ich noch nichts installiert, weil, naja, die kosten halt wie fühlst du dich bei der ganzen gut Sache? Geld. Okay, hast du selbst gesagt, ich habe eine echte Chance. Irgendwie bekommen wir den Einsatz zusammen, auch ohne Tess. Richtig so. Hab über Jasmine nachgedacht. Dieser Alec klingt nicht so, als würde er gerne Geld verlieren. Meinst du, sie bleibt standhaft oder knickt ein? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist so schnell passiert. Ich brauche einen Moment. Brauchen wir beide. Wenn ich was höre, sag ich Bescheid. Alles klar. Wir sehen uns in der Werkstatt. Was ich auf jeden Fall vergessen habe, fällt mir direkt auf, ist, ich habe die Abgasanlage nicht fein getuned, wenn man so möchte. Ich denke, da kann man nochmal ein bisschen klangtechnisch auch was rausholen. Ansonsten, Ersteindruck ist okay. Allerdings werden wir das erst im Rennen, glaube ich, sehen, was gut ist oder schlecht ist. Also griptechnisch ist okay, würde ich sagen. Also für das, dass man ja nur 80% auf Handling gestellt hat, habe ich jetzt noch nicht so das Gefühl, dass er irgendwie Probleme macht. Puh, das war klar, da bin ich voll auf die Kante gesprungen. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das hat jetzt gezählt als 2. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die schon hatte oder nicht. Wir probieren jetzt aber einfach mal eine Plakatwand aus, die ich definitiv schon mal hatte. Und dann sehen wir ja, ob das auch da zählt, weil ansonsten wird es schwierig, glaube ich, jetzt noch 8 weitere zu finden, die ich noch nicht habe. Ich meine, machen sollte ich sie sowieso irgendwann mal, aber... Oh, da ist noch irgendein Sammelobjekt. Ah, hier. Ein Bärchen. Ja, er ist halt auf jeden Fall, dadurch, dass er nur 80% Grip hat oder auf Grip eingestellt ist, merkst du schon, dass er ab und zu ein bisschen ausbrechen will. Ich weiß es noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, ne? So leichten Slide Drift finde ich ja jetzt nicht verkehrt. Jetzt gucken wir mal, ob das zählt. Ja, zählt auch. Okay, dann... Alter, was... Also die Landungen sind ein bisschen wild. Das ist schon die zweite Landung nach dem Sprung, wo er sich überschlägt. Gut, beim einen habe ich eine Wand getroffen, aber... Naja, ich hoffe, das wird jetzt kein Dauerzustand, weil dann wird es eklig. So, ja, wir machen das aber nochmal. Ne, die haben wir gerade. Dann machen wir einfach nochmal hier hinten ist nochmal zum Beispiel eine, die wir noch gar nicht haben. Dann fahren wir doch da mal hin. Wie gesagt, nutzen wir jetzt einfach auch ein bisschen als Testfahrt. Keine Sorge, wir machen auch ein bisschen gleich Renn-Action. Ich will jetzt aber halt erstmal wissen, wie sich das Fahrzeug so im Allgemeinen fährt. Ob man damit Spaß haben kann. Erfolg haben kann vor allem auch. Bis ich mich nicht an die Route halte. Ja, ich glaube, das Hauptproblem bei ihm wird einfach die Topspeed sein wahrscheinlich.
Beschleunigung fühlt sich erstmal richtig krass an. Liegt aber wahrscheinlich einfach an der neuen Klasse, weil wir jetzt zum ersten Mal einfach in S+ unterwegs sind. Okay, da ist eine Rampe, dann können wir das einfach nehmen. So, auf geht's. Hammer. Und wenn da jetzt gerade eh schon die Spray-Geschichte ist, nehmen wir die auch noch schnell mit. So, dann machen wir noch ein bisschen hier Plakat-Tour, so ein bisschen. Ja, ich habe auch schon mal gefragt, ob ich ja so eine Folge machen soll, wo ich quasi nur so Sammelobjekte mache. Würde sich jetzt in der finalen Woche vielleicht auch mal anbieten, sowas zu machen. Im Prinzip machen wir das ja bis jetzt, machen wir nichts anderes. Und dann habe ich auch gefragt, ja, ob ich über irgendein Thema sprechen soll, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, die Folge auch irgendwie zu füllen oder ist dann vielleicht nicht so spannend. Und da haben tatsächlich ganz viele gesagt, ich soll über Porsche reden. Ja, würde jetzt natürlich bei dem Fahrzeug irgendwie Sinn machen. Das werde ich jetzt heute nicht tun. Aber auch da nochmal einfach der Aufruf, wenn ihr da eine Idee habt, über was für Themen wir reden sollen. Vielleicht über Need for Speed im Allgemeinen, mein Traum Need for Speed vielleicht. Oder sonst allgemein andere Themen, wo ihr sagen würdet, ja, das könnte doch auch ganz gut passen für so eine Sammelfolge. Ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also das mit Porsche ist schon mal vermerkt. Klar, kann ich über Porsche reden. Wobei, über Porsche rede ich eigentlich, wenn dann, ja. Ja, also kann ich schon. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist so viel. Also. So, das haben wir auch. Da vorne ist auch nochmal so eine Wand. Die nehmen wir auch noch gleich mit. Also die 10 Wände machen wir jetzt einfach, würde ich sagen. Das ist ja eine gute Aufgabe. Dann können wir das Fahrzeug auch ein bisschen fahren. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich okay, wir müssen irgendwie hochkommen. Ob ich die Einlenk... Hier geht's nicht hoch. Die Einlenkreaktion ein bisschen noch ändern soll. Da bin ich mir auch noch nicht so unsicher. Ich bin jetzt echt gerade überfragt, wie ich hier hochkomme. Irgendwie müsste doch hier einen Weg nach oben geben, oder nicht? Ja, für die Treppe natürlich. Wie auch sonst. So. Nee, warte, das bin ich ja wieder nicht oben, oder? Einmal hier außen rumfahren. Ja, ich muss auf jeden Fall den noch ein bisschen vielleicht lauter oder anders klingen lassen. Was mache ich denn? Er fährt sich auf jeden Fall schon deutlich anders als die Fahrzeuge, die wir zuletzt gefahren sind. Ich meine, wir haben beim R34 auch ein bisschen Zeit gebraucht, ganz klar. Bis ich warm geworden bin, auch viele Einbauteile. Ich meine, hier haben wir jetzt nicht groß Auswahl, andere Dinge zu verbauen. Ich glaube, alles andere macht es eher noch schlimmer. Aber ich versuche jetzt einmal vielleicht auch mal ein bisschen... Oh, geil. Okay, ich bin direkt da oben gelandet. Ich versuche einfach mal... jetzt schon ein bisschen am Limit zu fahren, um einfach rauszufinden, okay... Wo reicht das? Ja, reicht. Aber direkt gegen die Wand. Um einfach rauszufinden, wie er sich anstellt, wie er sich anfühlt. Und aktuell ist es so, er lenkt schon sehr direkt ein. Ich glaube, ich probiere mal einfach aus, die Lenkempfindlichkeit schon ein bisschen mehr als Standard, aber halt nur diesen einen Klick vielleicht zu machen. Ich glaube, es wird schon reichen. Da haben wir nochmal eine Plakatwand. So, und das heißt, wir brauchen, glaube ich, nur noch eine, wenn ich das richtig sehe. Oder noch mitgezählt habe. Ja. War da vorne nicht eine irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, Airtime ist ja mal crazy. Er bleibt einfach ewig in der Luft. Ja, erst so ein bisschen... Also, was ich jetzt spüre vom Fahrzeug, vielleicht um da schon mal so ein Vorfazit zu ziehen... an manchen Stellen kommt er schon leicht in den Slide. Ich weiß noch nicht, ob er das halt dann in den Stellen macht, wo ich es gerne hätte. Des Weiteren ist es so, dass er... Ich suche gerade hier noch die Stelle. Entschuldigung. Abgelenkt. Dass er... so ein leichtes Untersteuern, glaube ich, ein bisschen hat. Also er geht nicht so schnell durch die Kurve, wie ich es gerne hätte. Deswegen so ein bisschen mehr Grip wäre schon geil. Wir haben ja im Handling-Wert schon maximal Abtrieb und alles, aber hier halt nur die 80% Grip und ich hoffe halt, dass die uns nicht zum Verhängnis werden, bin ich ganz ehrlich.
So, jetzt gucken wir nochmal. Haben wir hier nochmal Plakat? Gut, die haben wir halt gerade eben schon gemacht, aber was soll's. Wir machen die jetzt einfach nochmal. Die geht doch bestimmt nochmal. Und dann versuchen wir einfach mal das erste Rennen zu fahren und gucken, wie es ist, wie die Konkurrenz auch ist. Ob wir da überhaupt eine Chance dagegen haben. Das werden wir dann einfach sehen. Aber wie schon gesagt, ich denke eher, dass die Topspeed das Problem sein wird. Bei diversen... Okay, die Plakatwand bleibt tatsächlich weg. Da müssen wir uns echt eine andere suchen. So, Moment. Die haben wir auch, glaube ich, schon gemacht. Die haben wir alle gefühlt schon irgendwie gemacht. Oder warte mal, wir machen das anders. Ich guck kurz mal bei den Events. Was haben wir denn für Events? 10.000, 12.000, 7.000... Nee, die geben ja alle gar kein Geld. Also wir müssen schon fast die S Plus auf jeden Fall machen, was ja auch okay ist. Okay, da unten haben wir direkt eins und hier haben wir 60.000 ist eine. Und dann haben wir hier nochmal mit 20 und 60. Okay, ja, wir machen das hier mal. Mit 36.000 bzw. 24.000 gewinnen sollten wir gewinnen. Okay, guck mal die Strecke auch schon direkt an. Ein bisschen... sehr Topspeed-lastig, also gleich mal so ein bisschen die Achillesferse. Und wir fahren da jetzt einfach mal runter und ich glaube, die eine Plakatwand kriegen wir noch irgendwie per Zufall dann mal noch mit. Deswegen machen wir uns da jetzt keinen Stress und wollen jetzt einfach mal die Renn-Action ein bisschen sprechen lassen. Und mal gucken, wie der sich dann so fährt gegen die direkte Konkurrenz und auch wirklich in dem Rennen. Das ist halt auch nochmal was anderes wie durch die Open-World-Gondeln. Die Bremse gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig. Die können ein bisschen stärker zubeißen. Obwohl wir ja die Bremse verbaut haben, aber... Also was mir jetzt auffällt ist, wenn er anfängt so ein bisschen auszubrechen, bleibt er trotzdem sehr stabil. Also ich glaube, damit können wir wirklich arbeiten. Wir gucken jetzt einfach mal bei dem Rennen. Auch wenn das Rennen, wie gesagt, eher eine ein Topspeed-Rennen ist, aber... wir schauen einfach mal. Ich bin gespannt. So, das große Null, okay... ja, ich wette direkt gegen... oh, guck mal, hier. Hier, jetzt. Fährt sogar mit hier. ASAP Rocky, okay. Ja, komm, also den 190 Evo kriegen wir wohl weggeklatscht, oder? Laut Leistungsindex haben wir schon direkt das stärkste Fahrzeug, aber das muss gar nichts heißen. Jetzt schauen wir einfach mal. Wie gesagt, Topspeed könnte echt Mangelware sein. LaFerrari ist mit dabei, das ist natürlich sehr stark. Achso, wir sollen ja auf dem letzten Platz noch bleiben, ne? Boah, will ich das wirklich machen... beim ersten Rennen, da lacht er. Ja, probieren es einmal aus, oder? Probieren geht über Studieren. Oh nein, ich habe den Start verpasst. Ich habe auch einige Fahrzeuge, die wir auch so schon gesehen haben, ne? Wie hier den GT3 vor uns. Sind jetzt nicht alle ausgetauscht, gefühlt. Vielleicht kommt das noch. Ach, keine Scheiße hier. Ich muss letzter bleiben. Wobei es ja gleich rum sein mit den 35 Sekunden. Rechts zählt ja viel zu langsam hoch. Das wissen wir ja. Nice. Let's go. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir aufholen können, ob wir aufholen können oder ob wir absolut chancenlos jetzt sind. Also wenn wir das Rennen jetzt noch gewinnen, dann ist, glaube ich, alles gut, weil das ist ein Topspeed-Rennen. Wir haben jetzt sehr lange auf dem letzten Platz verbracht und wenn wir das jetzt wieder reinfahren können, wäre schon krass. Wobei wir haben jetzt schon einen Kilometer Rückstand, ne? Also es könnte auch echt nach hinten losgehen, die Geschichte. Auf Platz 2 kommen wir schon mal. Ich meine, 340 Grad drauf gehabt in so einem Auto ist schon... so eine Sache. Okay, Rocky, keine Chance. Der ist ja auf und davon. Der baut den Vorsprung ja eher aus gerade. Fällt mir nicht. Topspeed, wie gesagt, könnte wirklich das Problem sein, ja. Aber dass der mit seinem Mercedes so viel schneller ist, Topspeed-technisch, dass der uns da so wegfährt. Krasse Nummer. Okay, also dieses Wettgeld verlieren wir schon mal.
Den kriegen wir nicht mehr eingeholt. Ich behaupte sogar, den hätten wir sogar auch so nicht geschlagen. Also Topspeed ist definitiv das Problem. Und das sage ich bei 340 Sachen. Ja. Also die Events werden wir Probleme haben. Und ich glaube, auf S Plus werden wir sehr häufig solche Topspeed-Events sehen. So eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Das Auto bleibt auch sehr stabil, also... Das passt schon. Aber ey, wie schnell ist er denn bitte? Guck mal, er ist gleich 2 Kilometer. Der fährt uns ja sowas von davon. Okay, heftig. Also... Ich glaube, 370 ist das Höchste, was geht, glaube ich, stand ja da. Gut, für so ein Rennen hätte man jetzt vielleicht den Abtrieb ändern können, wobei es laut den Telemetriewerten da keinen Unterschied macht. Reifen leistet Unterstützung. Ja, der Rest kann ich ganz gut im Abstand halten, tatsächlich, aber Rocky keine Chance. Na ja, gut, dann muss ich das jetzt so annehmen, dass ich hier... Dass ich das Ding nicht gewinne. Wie gesagt, selbst wenn ich jetzt neu starte oder so, ich müsste ihn das ganze Rennen irgendwie abdrängen oder sonst was, weil, ja, er ist jetzt auch schon im Ziel, keine Chance. Puh, okay. Das ist interessant. Das könnten noch schwierige Rennen werden. Also vielleicht brauchen wir doch noch ein Fahrzeug, was, ich habe erst überlegt, ob wir ein Fahrzeug brauchen, was irgendwie driften kann. Aber ich glaube, wir brauchen eher ein Fahrzeug, was Topspeed hat noch als Zweitfahrzeug. Der Rest war super. Das Fahrzeug klebt richtig übel auf dem Asphalt, aber keine Chance hier gehabt. Ja, die Wette haben wir jetzt verloren, aber es ist jetzt egal. Am ersten Tag der neuen Woche nehme ich sowas noch gerne in Kauf. Oh, jetzt haben wir direkt eine Verfolgung. Gut, dass mein Auto komplett kaputt aussieht. Das Objekt ist auf dem Freeway. Ja, aber wie gesagt, selbst mit... Zielperson ist jetzt bei Douglas Park. Ah, abgehängt! Heiz mir ihn ein! Also selbst mit... bei Douglas Park entwischt. Oder ohne diese Challenge. Das will ich eigentlich sagen. Sorry, ich stehe heute ein bisschen neben mir. Selbst ohne diese Challenge hätte ich ihn nicht bekommen. Er ist ja uns kontinuierlich weggefahren. Also der muss, keine Ahnung, 380 Sachen oder so geballert sein. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. So, wir fahren mal da hinten hin und ich hoffe, dass irgendwie auf dem Weg da mal noch so eine Sprunggeschichte kommt. So, was haben wir hier? Das sieht ein bisschen kurvenreicher aus. Das ist, glaube ich, für uns nicht schlecht. Langstrecke. Und dann haben wir nochmal ein ganz normales Straßenrennen. Vielleicht machen wir das erstmal, weil wir bleiben ja dann in dem Gebiet, bevor wir da komplett wegfahren und dann wieder zurückfahren müssen. Deswegen erstmal klein und dann ganz groß. Yes? Hör zu. Die Polizei will das Grant unbedingt verhindern. Die sind schon unterwegs. Es wird nicht leicht, ihnen auszuweichen. Ja, das merke ich auch schon. Moment. Warum erzählst du mir das? Vielleicht will ich, dass du im Finale und nicht im Knast bist. Bis dann. Was ist mit Alec? Yes? Verdammt. Der Alec, der quasi will, dass wir beide verlieren. Das geht ja mal voll gegen den Rennfahrerkodex. Ich weiß nicht, ob das eine auch ein Sprung war. Muss ich mal die Dinger alle auch entdecken. Was halt noch eine Möglichkeit wäre, oder eine Überlegung wäre, wirklich ich kann es ja noch mal kurz zeigen. Es macht, glaube ich, beim Abtrieb, Topspeed steht jetzt 370, die sind wir aber nicht gefahren. Ah, können wir aber auf 320. Ich könnte es ja mal probieren. Wir hätten auch tatsächlich einen höheren Index, wenn wir das so machen. Wie er mit ganz niedrigem Abtrieb sich fährt. Vielleicht braucht er den gar nicht, weil er hat gefühlt ultra viel Grip. Da vorne ist noch ein Plakat, das weiß ich. Das nehmen wir noch mit. Oh, das müssen wir mal in die andere Richtung springen. Ich dachte, es geht auf der Seite. Okay, Moment. Gehen wir hin. Na, vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Abtrieb. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen von euch, der auch den RSR schon aufgebaut hat, ihn auch nutzt. Auf S2, S Plus natürlich. Vielleicht habt ihr da ja auch ein paar coole Einstellungen. Könnt ihr mir gerne teilen, wie er so fährt. Kann man das ja auch mal testen. Wer auch sagt, ja, der braucht gar nicht den Abtrieb oder wie auch immer. Also ich glaube, da können wir am meisten mitspielen noch bei dem Fahrzeug. Dass wir da nicht den maximalen Abtriebswert brauchen. Ich lasse es jetzt mal einfach ganz unten. Mal gucken, wie er einfach durch die Kurven kommt. Wenn er jetzt irgendwie gleich abfliegt oder so.
oder wir halt einfach zu langsam in den schnellen Kurven sind, dann können wir das ja wieder erhöhen. Aber ich glaube fast, wir brauchen tatsächlich nicht maximal zu gehen. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal ganz unten. Also ganz wenig. Weil jedes km/h, was wir nachher vielleicht Topspeed gewinnen, ist vielleicht nicht schlecht. Probieren es mal einfach aus. Oder was ich mal probiere, wir müssen ja nicht gleich völlig übertreiben. Wir machen mal... Ups. Da, wo er umspringt. Okay, hier springt er quasi um von 94 auf 96. Okay, wir machen einfach mal Mitte, komm. Einfach mal in die Mitte. Gucken, wie es ist. So, jetzt rein da. Und dann machen wir das Rennen noch. Ist eh so ein kleiner Rundkurs, also... Deswegen passt das schon. Achso, dieses S-Rennen. Oh, Entschuldigung. Das habe ich jetzt übersehen. Ja, machen wir das dann trotzdem? Ja, komm, machen wir trotzdem. Dann fahren wir nochmal ganz kurz mit dem R34. Und dann fahren wir das Langstreckenrennen zum Schluss. Kurz. Komplettes Kontrastprogramm. Ja, aber wie gesagt, vom Grip-Level her oder vom Anpressdruck her, sage ich jetzt einfach mal, gerade im Vergleich jetzt auch zum R34 oder auch zu den Fahrzeugen vorher, ist der RSR schon krass gut. Also guck hier, der bricht schon viel eher aus. Also ich glaube, der Umstieg quasi vom RSR zurück zum R34 ist jetzt heftiger. Also wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was fehlt beim RSR, ist wirklich die Topspeed. Da müssen wir halt überlegen, ob wir vielleicht halt doch einen Engine-Swap machen, so weh es tut, dem Porsche-Herz. Aber Need for Speed kann man auch mal andere Wege gehen. Ja, wie gesagt, da gerne auch Feedback schreiben, wenn ihr einen RSR aufgebaut habt, was eure Erfahrungsberichte sind. Aber andererseits, wenn es reicht, ist ja okay. Wir müssen ja nicht das super-duper OP-Fahrzeug haben, wenn wir damit Rennen gewinnen können. Wenn wir damit den Grand gewinnen können, das ist ja das Entscheidende, dann passt das ja schon. So. Vorsicht. Oh, das war so dumm von mir. Oh, Anfängerfehler. Aber alles gut. All good, all good. Hey. So aber nicht, mein Freund. Okay, jetzt haben wir leider Cops dran. Aber die kriegen wir, glaube ich, relativ schnell abgehangen. So, haben wir quasi das Geld, was wir vorher verloren haben, wieder mehr als drin. So, Moment. Dann setze ich die Route schnell hier nochmal hin. Das Rennen machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Oh, was ist denn jetzt los? Wieso dreht er sich so weg? Also ich habe die Handbremse genutzt, klar, aber das hat doch bis jetzt immer geklappt. Moment mal kurz, habe ich hier was umgestellt? Nö. Nö, nö. Okay. Komisch. Wahrscheinlich schon sich zu krass an das Grip-Niveau vom RSR gewöhnt, weil das ist schon heftig. Ich sage ja, ich glaube, den Abtrieb brauchen wir halt echt nicht, was der hat. Verdammt, wir haben die noch dran. Drehen wir einfach mal eine Runde hier. Komm! Zentrale, wir haben keine Chance, weiter am Ziel zu bleiben. Ja, eben, so ist es. Einfach wegbleiben. Zielperson hat mich abgehängt. Als ob der jetzt umkehrt. Als ob seine erste Intention ist, umzukehren. Komm, 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 komm. Er sieht mich doch nicht. Jawohl. Perfekt. Okay, dann wieder zurück.
So, und ja, auch keine Sorge, ne? Der RSR wird optisch natürlich noch auf jeden Fall angepasst. Der ist ja jetzt quasi noch sehr seriennah. So, ja, wir probieren es mal aus. Ich bin gespannt. Hä, bin ich jetzt blöd? Achso, hier, falsches Event wieder. So, jetzt. Das ist auch S. Ich entschuldige mich. Ich bin echt blöd. Ja, nee, komm, dann fahren wir trotzdem dieses Event jetzt. Ich will jetzt unbedingt S Plus fahren. Auch wenn das jetzt nicht viel Geld bringt, aber ich muss es ja testen. Ich will doch jetzt nicht ständig mit dem Skyline fahren. Ah. Jetzt natürlich mehr als langweilig ist, aber wir müssen trotzdem wissen, wie wir abschneiden. Also jetzt haben wir mittlere Anbrissdruck, Abtriebeinstellung. Okay, kann ich ja Vollgas durch. Ja, gerade so. Ah, hier ist die Skisprungschanze, wo ihr mal gemeint habt in den Kommentaren. Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Als ob der jetzt nicht gezählt hat. Okay, also ein bisschen anbremsen sollte ich vielleicht schon. Vielleicht wäre es gegangen, jetzt das mit mehr Abtrieb, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen. Vielleicht ein bisschen lupfen. Die Cops her. Stevens Schoßhündchen wollen das Rennen stoppen. Street Racer machen die Straßen unsicher. Hinterher. Hier ist alles easy, aber die eine Kurve müssen wir schon ein bisschen lupfen. Also gerade wenn wir hier mit über 300 Sachen ankommen, passt es aber dann easy. Ist bereit, die Zielperson zu fassen. Ja, also wenn ein bisschen Kurven dabei sind, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, nur bei diesen absoluten Topspeed-Rennen. Müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir uns halt vielleicht dann nicht doch uns ein anderes Auto noch dazu gönnen. Ja, müssen wir mal überlegen. Gut, wir machen trotzdem das Langstreckenrennen jetzt noch zum Abschluss. Oder wir machen eine Kopfverfolgung zum Abschluss. War das jetzt schlau? Ich glaube nicht. Ich konnte mit dem Ziel nicht mithalten, Zentrale. Zielperson bei Seba Ski Resort verloren. Wir sehen uns trotzdem, verdammt. War jetzt vielleicht ein bisschen dumm, hier auf der offenen Fläche zu stehen. Ah, ich dachte, das offensichtliche Versteck, daran denken die nicht. So, okay. Wir fahren mal. Wir können trotzdem jetzt die Route mal hier wieder zurück erstmal legen. Ja, dann machen wir das Langstreckenrennen gleich zu Beginn der neuen Folge. Ist ja auch okay. Ja. Die hauen ab. Aber jetzt entkommen wir auf jeden Fall mal noch. Ich will das Ziel finden und nach Hause. Mein Kind hat Geburtstag. Ja, eben. Dann gehen wir mal dahin. Die Verfolgung läuft. Wir nähern uns dem Ziel. Zentrale, Streife kommt dazu und ist bereit, das Ziel auszuschalten. Also die Bremse gefällt mir gar nicht. Die Bremse ist ultra schwach bei dem Auto. Da müssen wir echt aufpassen. Aber gut, können aber auch daran liegen, dass wir halt deutlich höhere Topspeeds oder Geschwindigkeiten fahren wie bisher. Das heißt, ich muss natürlich auch den Bremsweg ein bisschen anders timen. Ein bisschen mehr Weg einfach einrechnen. Ich denke, das ist einfach so eine Sache, die ich selber erstmal ausmachen muss. Ansonsten bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem RSR. Es hätte deutlich schlimmer sein können. Also ich glaube, damit können wir schon arbeiten. Wie gesagt, nur der Handlingwert, nicht der Handlingwert, hier der Abtriebswert, da können wir auf jeden Fall noch mit spielen. Vielleicht wirklich sogar sagen, okay, nö, komm, gib mir wirklich absolut maximale Topspeed, rausquetschen, was irgendwie geht. Aber da gerne Feedback geben, wenn ihr selber das schon getestet habt oder vielleicht jetzt auch nach der Folge testet, wie auch immer. So oder so, ich bin jetzt aber tatsächlich schon mal raus, ja, ein bisschen früher Feierabend heute. Nächste Folge kommt, ich will gerade nichts versprechen, die Woche ist ein bisschen blöd bei mir. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch, es ist nicht so, dass ich jetzt was anderes zu tun habe oder so. Es ist irgendwie, ich bin noch nicht so richtig im neuen Jahr angekommen. Irgendwie brauche ich noch so, ja, ich glaube, ich brauche einfach irgendwie Urlaub. Aber nee, ich nehme jetzt keinen Urlaub.
Aber irgendwie, ja, wenn jetzt morgen keine Folge erscheinen sollte, seid mir nicht böse, dann kommen sie halt am Samstag. Ich versuche, denke ich, einfach mal auf nächste Woche dann wieder richtig voll reinzusteigen. Vielleicht einmal die Woche so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Larifari-Content bringen. Einfach auch für mich selber so ein bisschen gediegen ins neue Jahr starten und dann wieder mit voller Attacke. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen oder auch nachsehen oder es sogar vielleicht auch verstehen. So oder so, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge heute hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.